Herzlich willkommen bei den Pro Gamers. Heute stellen wir euch das Spiel Job Simulator vor. Neben mir haben wir einen speziellen Gast. Würdest du dich kurz vorstellen? Hi, ich bin Simon, ich freue mich hier zu sein. Würdest du uns das Spiel denn kurz vorstellen? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist das Spiel Job Simulator. Der Name sagt ziemlich viel zum Spiel. Es geht darum, dass du einen Job meistern musst. Welche Jobs gibt es denn und wo spielen die denn ab? Es gibt genau 4 Jobs. Es gibt einen Koch, es gibt einen Büroarbeiter, es gibt einen Einzelhandelverkäufer und es gibt einen Automechaniker. So, der Koch arbeitet im Restaurant, der Einzelhandelverkäufer in einem kleinen Supermarkt, der Automechaniker in der Garage und der Büroarbeiter in einem riesigen Büro. Was für Charaktere gibt es denn in diesem Spiel? Also von den Charakteren muss ich sagen, dass ich es sehr schade finde. Es sind, wie gesagt, nur diese fliegenden Monitore. Ja, die haben nicht mal einen Körper, das sind einfach nur schwebende Monitore von den 90ern. Haben die Spieleentwickler denn irgendwelche Easter Eggs oder Mods eingebaut? Ja, sie haben tatsächlich Easter Eggs und Mods eingebaut. Es gibt 2 Easter Eggs, von denen ich weiß. Es gibt einmal ein Overwatch Easter Egg, wo du im Büro mit Tackern bewaffnet Overwatch-Monitore abschießt. Und es gibt einen Killer-Easter Egg, wo du in einem Badezimmer eine blutige Monitorleiche findest und einen dreckigen fliegenden Monitor daneben. Es gibt noch die Mods, das ist einmal der Bouncy-Mod, da springen dir die Gegenstände weg, wie bei allen Flummi. Und es gibt eine Gravity-Mod, wo dir die Gegenstände wegfliegen, wie bei der ISS. Weißt du, ob Alchemie Labs, also die Entwickler von Job Simulator, ein anderes Spiel schon rausgebracht haben oder eventuell ein Spiel rausbringen? Ja, in der Tat, sie haben schon ein Spiel entwickelt, das hieß Virtual Reality. Es geht darum, dass du ein Morty bist, wer die Serie Rick und Morty kennt, und Rick bei ein paar Gefälligkeiten helfen musst. Sie haben in Zukunft aber auch ein Spiel in Planung, das heißt Vacation Simulator. Es geht darum, dass du Urlaub machst. Ein schönes Feature ist, dass du deinen eigenen Charakter erstellen kannst. Von einer Skala von 1 bis 5, wie viel würdest du denn geben? Ich würde dem Spiel 4 Sterne geben. Dafür, dass es eins der ersten VR-Spiele auf der PlayStation ist, fand ich es schon sehr gut, aber es hatte einige Fehler, wie zum Beispiel, dass man durch Wände laufen konnte. Das fand ich sehr schade dafür, dass es eigentlich ein so tolles Spiel ist. Das war's leider mit dem Video. Trotzdem hoffen wir, es hat euch gefallen. Bitte abonniert den Kanal und lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.